Spätestens seit der Weltmeisterschaft im Jahr 2006 wird alle zwei Jahre zur WM und zur EM die Deutschlandfahne wieder zum selbstverständlichen Accessoire. Das Fußballspiel wird zum kollektiven Erlebnis in Schwarz-Rot-Gold. Partypatriotismus, so nennen Politik und Medien den neuen, unverkrampften Stolz auf die Fahne. Die Meinungen gehen aber auseinander. Ist der neue Patriotismus tolerant, harmlos und cool oder eher ein falsches Signal in Zeiten, die durch Rechtsruck geprägt sind? Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Talkterrine Nummer 4. Mein Name ist Felix Krügel und ich bin heute Abend Ihr Gastgeber. Ja, Sie haben richtig gehört, Gastgeber. Denn diese Sendung folgt keiner klassischen Talkshow-Struktur, sondern wir wollen, dass sich an diesem wunderschönen Küchentisch eine hoffentlich hitzige Diskussion entwickelt. Das Thema heute: Patriotismus im Zuge der Fußball-WM. Wie weit geht Patriotismus? Ab wann ist es Nationalismus? Darf man Flagge bekennen oder sollte man das Ganze lieber lassen? Darüber wollen wir heute sprechen und dazu haben wir vier Gäste eingeladen, die an diesem Tisch schon Platz genommen haben. Und ich fange hier drüben mal an bei Dr. Markus Hoppe. Er ist Lehrbeauftragter an der Leibniz-Universität Hannover. Seine Forschungsschwerpunkte sind Nationalismus und nationale Identitäten. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Dann geht es hier weiter mit Arthur Lechtschüner. Er ist Bankkaufmann, bekennender Fußballfan von Hannover 96 und auch politisch interessiert. Er ist Kreisvorsitzender der Jungen Union Hannover Stadt. Herzlich willkommen. Moin. Dann geht es hier drüben mit einem jungen Mann weiter. 19 Jahre ist er alt, hat gerade Abi gemacht, er kommt frisch aus der Schule und er sagt, er will einfach nur Fußball gucken und alles andere ist ihm egal. Herzlich willkommen am Robin Beck. Hallo. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu einer jungen Dame, die auf meiner rechten Seite sitzt. Das ist Lisa Dobke, Lehrerin an einer IGS. Sie war langjähriges Mitglied im AStA und sie verfolgt, ich glaube, das kann man so sagen, eine antinationale Einstellung. Herzlich willkommen. So, bevor es so richtig losgeht, wollen wir mit einem Zitat anfangen. Das mache ich hier mal auf, bevor wir hier so richtig anfangen zu diskutieren. Unser ehemaliger Bundespräsident Johannes Rau hat im Zuge des Gründungskongresses von der Verdi 2001 in Berlin, nee, das wollen wir nicht sehen, das kommt später, gesagt, ein Patriot ist jemand, der sein Vaterland liebt, ein Nationalist ist jemand, der die Vaterländer anderer Völker verachtet. Ich will ein Patriot sein. Ist die Unterscheidung zwischen Patriotismus und Nationalismus so einfach, Herr Hoppe? Oder wir haben uns vorhin entschieden, das kann man noch mal kurz sagen, wir haben uns vorhin entschieden, beim Du zu bleiben. Jetzt habe ich es schon selber falsch gemacht. Wir wollten beim Du bleiben, weil wir auch hier diskutieren wollen, wie zu Hause am Küchentisch. Also, Markus, ist die Unterscheidung so einfach oder gehört ein bisschen mehr dazu? Also ich würde mal argumentieren, dass unser ehemaliger Bundespräsident da falsch liegt, denn es gibt keine wirkliche Unterscheidung. Es gibt offiziell im normalen Sprachgebrauch benutzen Leute Begriffe für was Positives, dass sie sagen, ich bin ein guter Patriot. Und Nationalisten, das sind immer die anderen, das sind die Bösen, die wollen wir da nicht bei haben. Nationalisten sind die, die wild ihre Fahne schwenken und Kriege führen und anderen den Schädel einschlagen und andere diffamieren und so weiter und so fort, wie es hier auch steht. Ne? Aber ein Patriot ist prinzipiell nichts anderes. Denn wenn man wissenschaftlich davon eine Unterscheidung machen möchte, kann man sagen, Patriot ist der, der für sein Land steht. Und ein Nationalist ist der, der fürs Volk steht. Aber ein Land ohne Volk kann man nicht haben. Also bedeutet das, dass jeder, der ein Patriot ist, auch ein Nationalist ist. Das ist halt ein Nationalist mit einem kleinen N. Nationalismus ist ja immer was ganz Normales. Ist alle da. Wir sind alle Nationalisten, ob es uns passt oder nicht. Weil wir uns beziehen auf die Nation. Nation ist, wir sind alle hier geboren, oder mehr oder weniger zumindest, im gewissen Land. Wir erleben eine bestimmte Schulbildung, wir werden also national sozialisiert, ob es uns passt oder nicht. Das heißt, wir sind darauf geeicht, jeder Mensch hat eine Nation. Ernest Renan hat das schön gesagt, ein Mann ohne Nation ist wie ein Mann ohne Schatten. Und da ist eine Menge dran. Also wir können uns gar nicht vorstellen, dass wir irgendwie von Nationen frei sind. Man kann nicht sagen, ich lehne das alles ab, in Ordnung, aber selbst das ist eine sehr deutsche Position, mal abgesehen davon. Okay, also, wir haben leider das Problem, dass wir uns damit konfrontieren müssen. Und die Unterscheidung, ein guter Patriot und ein böser Nationalist, ist wissenschaftlich Humbug.
Könnte man sagen, es gibt gute und schlechte Patrioten? Oder gibt es gute und schlechte Nationalisten? Oder ist dann alles gleich schlecht? Oder alles gleich? Es gibt durchaus, also Menschen haben Identitätsbedürfnis, sozialpsychologisch. Und eine Gesellschaft braucht irgendwas, was sie zusammenhält, so ein Kit. Dafür wird Nationalismus ja gerne benutzt. Das ist prinzipiell bis zu einem gewissen Grad auch in Ordnung oder notwendig, weil so kann ein soziales System existieren, so haben wir sowas wie Solidarität, etc., etc. So wird der Laden irgendwie zusammengehalten. Kann man argumentieren, dass das durchaus sinnvoll ist. Aber es braucht halt nur so viel und dann sind wir auf dem Level, wo wir halt beim Fußballspiel stehen und rufen, schlag die Polen tot. Alles passiert, 2006. Also es geht ganz schnell. Das ist das Grundübel. Deshalb ist es einfach falsch oder naiv und ja, schlichtweg falsch zu sagen, Patriotismus gut, Nationalismus böse. Ist es nicht. Trotzdem scheint es ja diese Unterscheidung zu geben und die Leute suchen ja danach, sich irgendwie nach einem Wort, mit einem Wort positiv darzustellen, das sie beschreibt. Allgemeine Frage in die Runde, glaubt ihr, dass es eine Lösung gibt, ein alternatives Wort anstatt vielleicht Patriotismus zu finden? Oder zumindest eine Beschreibungsform, mit der man weiterkommt und wo man sich nicht an den Nationalismus anlehnen müsste? Für die Leute, die sich eben als sowas, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, wie wir das Kind jetzt nennen, ist am Ende auch relativ egal. Ich würde dir einen Teil widersprechen. Ich glaube, dass es schon möglich ist, auf das Land stolz zu sein, wo man halt herkommt und froh zu sein, in dem Land zu leben und auch froh sein, zu einer Gesellschaft zu gehören und auch seinen positiven, dann hoffentlich positiven Beitrag dazu zu leisten, dass man wirklich stolz drauf sein kann, ohne jemand anderes auszugrenzen. Und so definiere ich für mich in Kürze gesagt Patriotismus und Nationalismus, wie du auch schon, glaube ich, erörtert hast, würde für mich heißen, dass ich damit ja verachtenswert auf andere Nationen schaue. Das tue ich überhaupt nicht. Also ich schaue vor allem in erster Linie erstmal auf uns, auf Deutschland, weil ich hier geboren wurde, zum Glück. Ich komme aus einem anderen Land, aber ich wurde hier geboren. Habe das Glück, hier in einem der reichsten Länder der Welt zu leben, mit so vielen Möglichkeiten, im Großen und Ganzen unabhängig von der Herkunft. Das ist, glaube ich, durchaus hier besser gemacht oder besser geschaltet worden als in anderen Ländern. Und bin wirklich froh, da hier meinen Beitrag jetzt leisten zu können. Dementsprechend sehe ich mich als stolzen Deutschen an, mitten in einem weltoffenen Europa. Also noch weltoffener zumindest. Ja. Ausgrenzung ist ein gutes Stichwort. Wir waren in einem Fußballverein und zwar beim FC Hannover 21 und der Trainer dort ist gebürtiger Türke, aber in Deutschland aufgewachsen und er trainiert eine Mannschaft, die nur aus Flüchtlingen besteht. Und von dem haben wir mal ein bisschen ein kleines Interview eingeholt, das wollen wir uns mal angucken und dann danach einfach nochmal darüber sprechen. Wir haben 13 Nationen in der Mannschaft. Und 80% der zweiten Herren besteht aus Flüchtlingen und die gerade ein, zwei Jahre hier in Deutschland sind. Beim Fußball selber spielt die Nationalität keine Rolle. Aber jetzt bei der Weltmeisterschaft schauen wir schon drauf, weil einige Länder auch bei der Weltmeisterschaft mitspielen. Da sind dann nicht halt alle für Deutschland, sondern diejenigen, die halt aus dem Land kommen, sind dann für ihr Land. Also wir schauen uns die WM nicht alle Spiele, hauptsächlich die deutschen Spiele, jetzt sind sie leider ausgeschieden, zusammen an. Und da ist es so, dass wir hauptsächlich für Deutschland sind. Es ist so, dass wir Spieler haben, die aus Ländern kommen, die sich gegenseitig eigentlich bekriegen. Und da sind Kurden dabei, da sind Syrer dabei, da sind Türken dabei, die eigentlich sich gar nicht abkönnen. Beim Fußball komischerweise spielen sie alle zusammen und da spielt dieses keine Rolle. Und also der Fußball an sich verbindet diese Leute und gibt denen halt diesen Halt, wo man nicht mehr halt nationbezogen ist, sondern man ist dann zusammen FC Hannover 21 und das ist schon super, was man dabei erlebt. Also hier scheint Fußball ja zu verbinden und jetzt könnte man ja sagen, ist dann Patriotismus, also hier sind es aktive Spieler, aber ist dann der Patriotismus nicht der auch das, was Fans verbindet? Allgemeine Frage in die Runde. Ist das dann nicht was Gutes eigentlich? Naja, beim Fußball, wenn du gemeinsam spielst, dann hast du ja das Ziel, das Spiel zu gewinnen. Das stiftet dann gemeinsam, also Gemeinschaft oder
ein gemeinsames Ziel. Ne? Gibt halt ein Ziel sozusagen vor, für wie das jeder aus der Mannschaft halt spielt. Und das ist beim Nationalismus ja eigentlich nicht anders oder beim Patriotismus. Man hat dann halt das Ziel, eine tolle Nation zu sein oder einfach wirtschaftsstark zu werden oder halt besonders freundlich und die Welt zu Gast bei Freunden wie 2006. Das ist ein Ziel und dafür arbeitet man dann, wenn man sich darauf identifiziert. Aber das Ziel kann halt auch sein, EU-Lager für Flüchtlinge reinzulassen, also bauen zu lassen und die eben nicht reinzulassen, weil die Flüchtlinge eben Deutschland wirtschaftlich schwächen, angeblich. Ja, wie sehen das die anderen? Also ich finde es super, was der Trainer gerade gesagt hat, dass der Fußball eine Plattform bietet, um Menschen zusammenzuführen, die eigentlich von ihrer Ethnie, von ihrer Herkunft, die in ihren Herkunftsländern sich bekriegen würden. Und das ist, glaube ich, das Geniale in Deutschland, dass wir ganz viele Möglichkeiten hier haben, mit Menschen in Kontakt zu treten, wo man eigentlich sagen würde, in den Herkunftsländern, in den Herkunftsregionen, würden die sich gegenseitig beschießen. Das ist bei uns in Deutschland oftmals ganz anders. Das finde ich genial. Das müssen wir, glaube ich, auch mehr in den Vordergrund stellen. Und da kann der Fußball auch eine Plattform für sein, dass die Menschen sich auch erstmal kennenlernen. Und dann kommt man ins Gespräch, macht man vielleicht abends auch privat was. Und dann merkt man, hey, der ist irgendwie Jesido, Kurde, whatever. Aber da ist ja auch voll in Ordnung, wir haben dieselben Interessen. Und das kann durchaus, glaube ich, verbinderisch wirken. Und das ist, glaube ich, einfach eine geniale Sache. Aber es ist ein Unterschied, ob du Fußball spielst oder ob du halt eine Waffe in der Hand hast, um eine andere Nation anzugreifen. Da kämpfen die ja auch innerhalb ihres eigenen Nationalismus gegeneinander. Also Türken berufen sich auf eine türkische Identität, die türkische Nation kämpfen gegen irgendwie Leute, die eine kurdische Identität haben. Das ist was ganz anderes, als jetzt gemeinsam neu in einen neuen Topf geworfen zu werden, vollkommen willkürlich, weil man sich halt zufällig in diesem Fußballverein angemeldet hat und dann dagegen zusammen auf ein Tor zu schießen. Also das ist ja auch Nationalismus, wenn die sich bekämpfen. Und wenn Fußball es schafft, das aufzubrechen, ist das schön für die Spielenden. Und ich sage ja auch gar nicht, also vollkommen, also schön für Leute, wenn die in einer Mannschaft zusammen spielen können. Das hat aber erstmal nichts mit dem Patriotismus auf der Straße zu tun und den fahnenschwenkenden Fans, die, die Autokorsos danach machen. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Das sind ja die, die sich über die Fußballmannschaft identifizieren und die daraus einen Wert für ihre eigene Nation oder ihre eigene Nationalität und eigene Identität halt ziehen. Aber zeigt es nicht eigentlich, dass Fußball Brücken schlagen kann, die Politik und andere Kulturbereiche gar nicht schlagen können? Dass vielleicht sogar, also ich will den Sport jetzt nicht zu hoch heben und will nicht sagen, dass es das Heilmittel ist gegen alle Probleme. Aber dass der Sport einen so verbindet, dass irgendeiner, den ich nie vorher gekannt habe, mit dem ich zusammen im Stadion stehe, den ich aber den Sieg in letzter Sekunde so bejubelt, dass mir das egal ist, woher er kommt und dass das eben halt auch so ein Gemeinschaftsgefühl weckt, wie es vielleicht bei anderen ist, wenn es aus der gleichen Nation Leute kommen oder eben halt dieser Patriotismus ist. Ja, natürlich kann Fußball das. Und ich glaube, da sollten wir auch gar nicht weiter drüber diskutieren. Das geht am Thema vorbei. Ne? Natürlich, ich kann auch gemeinsam mit irgendjemandem, weiß ich nicht, Wasserballett oder so machen. Das verbindet wahrscheinlich genauso. Na, aber darum geht es nicht. Also Fußball ist halt Fußball und Fußball ist toll und kann toll sein. Und ich finde es auch toll, wenn jemand, also die WM ist ja klasse für jemanden, der Fußball liebt. Ne? Nonstop Fußball, das ist ja total super. Aber für jemanden, der halt Fußball guckt, weil er Deutschland toll findet und weil die deutsche Mannschaft da spielt und nur die deutschen Spiele guckt, ist es halt schon wieder ein bisschen was anderes. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, den man diskutieren sollte und nicht diskutieren sollte, ob jetzt Fußball Brücken schlägt oder nicht. Handball kann auch Brücken schlagen. Irgendwie Formel 1 kann auch Brücken schlagen. Es kann auch einen Text von Goethe Brücken schlagen oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen Autoren, das geht halt auch. Aber es ist nicht der Großteil der Fußballfans, die sich eben halt genau zu den deutschen Spielen zusammenfindet und da eben halt vergessen lässt, wo die Grenzen, sag ich mal, sind. Das ist ja gerade das, was wir ja die meiste Zeit über erleben. Und da es nun mal eben halt die aktuell größte Sportart, würde ich mal behaupten, in Deutschland ist und sich zum Teil 40 Millionen fast einfinden, um ein einziges Spiel zu gucken. Leute, die nichts mit Fußball zu tun haben, Leute, die vielleicht gar nicht mal richtig wissen, wie das Spiel versteht, die noch nie was von Abseits gehört haben oder Ähnlichem, aber die da zusammenkommen und gemeinsam etwas unternehmen und vielleicht auch über diesen Zeitraum hinaus, über diese 90, 120 Minuten hinaus, dann vielleicht merken, aha, es geht nicht nur um Fußball, auch wir können zusammen so leben, auch wir haben keine Probleme mit anderen Menschen da irgendwie klarzukommen. Wir können als eine Nation auftreten, ohne gleich jemand anderen auszugrenzen. Und was ist dann mit denjenigen, die in deiner Mitte sind, die ein Spanien-Trikot anhaben? Auch die haben doch die Daseinsberechtigung, auch die können sich ja, also es gibt im Fußball natürlich nur einen Gewinner oder einen Verlierer. Mhm. Aber dennoch ist es ja nicht so, dass die dann automatisch die Bösen, die Schlechten oder wie auch immer sind.
Ich habe eine Schülerin mit einer doppelten Staatsangehörigkeit, deutsche und die spanische. Und sie hat erzählt, dass sie, selbst wenn sie in der Klasse, die eigentlich super gut klarkommt, sie gucken zusammen Fußball und sie hat ein Spanien-Trikot an, dass die anderen sie komisch angucken. Und so, ja, du bist ja Spanier, warum hast du jetzt kein Deutschland-Trikot angezogen? Bist du da gar nicht so integriert? Kannst du dich nicht entscheiden? Also was dabei, glaube ich, nur wichtig ist, ist, dass dieser Fußballmoment halt, da im Stadion zu sein oder im Biergarten zusammen zu sitzen und alle jubeln zusammen, das ist halt sehr fragil und sehr zeitlich begrenzt. Wenn die Leute nach Hause gehen, ist das vorbei in der Regel. Außer, und das ist an Erfolg gebunden. Wir sehen es ja jetzt. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist die Tragödie. Und jetzt sieht man auch sehr genau, wie Nationalismus funktioniert, wenn man Sündenböcke wieder kreiert. Weil genau das ist es, Özil, der sowieso ja eigentlich Türke ist. Und was hat der hier zu suchen? Die Stimmen gab es vorher auch. Die werden jetzt richtig laut. Also es ist völlig unfair, was da gemacht wird. Also das ist Rassismus um Block, eben nicht irgendwie Kedira und so weiter, und da trifft es ganz deutlich auch gewisse Spieler, die entsprechenden Phänotype und die als Vaterlandsverräter jetzt verschrien werden, massenweise, wenn man sich hier mal Social Media anguckt, da ist es ja zum Weglaufen. Und das zeigt halt, dass diese Euphorie funktioniert hat 2006 super. Da war Deutschland, hat gespielt, keiner hat was erwartet und plötzlich ist so eine bunte Truppe und es funktioniert super. Dann haben wir die auch gerne in unserem Team. Weil wenn, ne, ich weiß noch, Asamoah, der erste schwarze Spieler, der für Deutschland gespielt hat, fatal. Was dem an Bananen hinterhergeworfen sind, was da für Affenrufe kam. Und da haben die Leute immer ein bisschen was kapiert und haben gesagt, das ist vielleicht nicht ganz so angemessen. In Ordnung. Also das hat man sich dann irgendwann geschenkt. Aber trotz alledem, solange die Leute funktionieren und gut kicken können, sind sie dabei. Dann ist auch egal, wo sie herkommen. Dann sind es ja Deutsche irgendwie, so ein bisschen zumindest. Aber das ist jetzt halt nicht gegeben. Und schon bricht dieser Konsens und schon bricht das auf und führt halt, da wir ja nun auch eine politische Stimmung im Land haben, die fatal ist, wo irgendwie eine Minderheit den politischen Diskurs bestimmt, die AfD mit irgendwie, 14% Wählerstimmen, mittlerweile vielleicht bei 20, die den Diskurs setzen und ganz klar gegen Ausländer sind und da jetzt natürlich Oberwasser kriegen. Die damit mit den Deutschlandfahnen wedeln, irgendwelche Bilder von der Fanmeile zeigen und damit Werbung machen. Das ist ganz, ganz übel und das zeigt halt, was das für eine Dynamik entwickeln kann und wie gefährlich das im Endeffekt ist. Klar, es gibt ja diese beiden Pole, die einen gehen dann nur hin, oh ja, ich will ein cooles Spiel gucken, will meinen Spaß haben. Die gibt es ja auch und einige wissen sich wirklich nicht bewusst, wenn sie sich da eine Flagge umhängen, was das irgendwie bedeutet. Also ich würde es nicht machen, aber das ist persönliche Entscheidung. Mag jeder, ist in Ordnung. Nur es steckt halt viel mehr dahinter und es wird halt massivst missbraucht und kann sehr schnell mobilisiert werden für sehr, sehr negative Dinge. Also wie gesagt, 2006, wo alles super lief, ich im Biergarten, Uni-Biergarten war das sogar, da haben Leute gerufen, schlag die Polen tot. Vielleicht nicht ganz angemessen. Oder wenn man an das Spiel gegen Ghana denkt, vor 4 Jahren bei der WM, wo war ich auch irgendwo Public Viewing, was da losgegangen ist. Also da ist dann schnell vorbei mit, oh, da steht noch der Spanier bei und der ist ja auch ganz nett, der hat ein anderes Trikot an. Das geht sehr schnell nach hinten los. Solange Erfolgswelle da ist, ist das alles yippie, wir sind ja super. Auch da wieder, wir sind halt besser als die anderen und schon ist es toll. Denn diese Idee, Fußball integriert, ja, aber Identitätsbildung grenzt immer aus. Und sobald wir irgendwie eine Gruppe und sobald wir sagen, Deutschland ist super, sagen wir, die anderen sind schlechter. Und nur jetzt haben wir halt das Pech gehabt, dass wir schlechter sind als die anderen. Und damit müssen erstmal die Leute wieder klarkommen. Aber die Frage, die sich mir an dieser Stelle ja stellt, ist, die Menschen, die die Fahne oder das Trikot oder was auch immer aus diesem Grund sich damit bekennen und sich damit kleiden, würden sie nicht gleich handeln, wenn sie das Trikot nicht anhätten und wenn sie die Fahne nicht umhätten? Das ist ja die Frage, ist es wirklich die Fahne, ist es wirklich die schwarz-rot-goldene Flagge, die dafür sorgt, dass solche Menschen sich so verhalten? Ja, das brauchen die wahrscheinlich nicht, also die Leute sind dumm genug, also da brauchen die nicht irgendwelche Symbole mit sich rumschleppen. Das hilft wahrscheinlich, ne? Dann geht man schön in der Masse auf. Das gibt halt dieses positive Grundgefühl, halt sich so einer Gruppe, das ist ja normalerweise auch menschlich, wir fühlen uns gerne irgendwelchen Gruppen zugehörig und da bietet so eine Masse dann halt auch natürlich super Halt für die Leute. Das gibt Selbstwertgefühl, das sind wir bei dem Stolz, den ich übrigens mit Bezug auf die Nation nicht benutzen würde, weil ich der Meinung bin, rein objektiv betrachtet, Stolz ist was ich erreicht habe. Und dass ich in diesem Land geboren bin, war verdammt viel Glück, aber mehr auch nicht. Deshalb würde ich nicht davon reden, dass ich stolz auf dieses Land bin. Also, Sie schießen ja auch nicht selbst die Welttore. Genau, das machen die Jungs, das ist auch wieder die Logik, ne? Wir haben gewonnen oder die Jungs haben verloren. Das ist ja auch immer gerne. Wir gucken nochmal in so ein zweites kleines Video rein. Der Trainer von FC Hannover 21 hat uns noch 30 Sekunden Interviewzeit geschenkt und die schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Es ist so, man zeigt dann, man ist für die Mannschaft Deutschland. Es ist nicht so, dass man sagt, man ist Patriot oder man diese Nationalismus oder so, sondern man ist halt für diese Mannschaft. Und deswegen
hat das Marketing von DFB auch sehr gut gezeigt. Die zeigen, sagen nicht, wir sind die deutsche Mannschaft, sondern man ist die Mannschaft. Und das spiegelt auch, sage ich mal, die Mannschaft spiegelt auch so ein bisschen die Gesellschaft wider. Und so sehen wir das auch. Lisa, wenn die Mannschaft die Gesellschaft widerspiegelt und jetzt auch nicht gebürtige Deutsche sich zur WM eine Deutschlandflagge ans Fenster hängen, ist das dann nicht eigentlich ein Zeichen von, könnte man ja meinen, gelungener Integration? Was würdest du sagen? Boah, puh. Ja, also wenn man die mitspielen lässt, solange sie gut spielen, ist es ja in Ordnung. Ne? Aber das Beispiel Özil wurde ja schon angebracht, wenn sie verlieren, sind sie halt draußen. Oder Asamoah, dann ist halt, kommen halt die Rassismen durch. Ich glaube gar nicht, dass man da auf diese Zusammensetzung der Mannschaft an sich gucken sollte, sondern daran, was sie vertreten. Und das ist nämlich eben doch auch nach wie vor eine deutsche Nation. Also, und die sind ja auch ausgewählt aufgrund von sondern Faktoren, die halt die Nation ausmachen, die man sich ja willkürlich aussucht. Ne? Sei es die Abstammung, sei es der Geburtsort, sei es irgendwie ein Pass oder wie auch immer. Ne? Danach werden die ja ausgesucht und danach wird ja auch ein gewisses Bild, auch wie die sich dann verhalten und so, da gibt es ja den Begriff der kulturellen Diplomatie, wie sich die Leute als Botschafter Deutschlands sozusagen verhalten, das rückt ja dann ins Zentrum. Und dann ist es halt wieder national. Aber mir ging es jetzt in der Frage gar nicht um die Spieler, sondern um den Fan. Um den in der Türkei geborenen Fan, der jetzt aber seit 20 Jahren schon in Deutschland lebt und sich zur Fußball-WM eine deutsche Fahne ans Fenster hängt. Ja, da hängt vielleicht noch daneben die türkische. Vielleicht das wäre ja dann perfekt, oder? Ob das perfekt wäre, ich will mir nicht anmaßen, das zu werten. Nur die Frage ist, handelt es sich dabei, und es muss ja gar niemand sein, der jetzt seit 20 Jahren schon hier lebt. Es können auch Flüchtlinge sein, die jetzt vor einigen Jahren erst nach Deutschland gekommen sind. Vielleicht hängen die sich auch schon in Deutschland vielleicht ans Fenster. Und die Frage ist, ob das nicht eigentlich ein gutes Zeichen für funktionierende Integration wäre. Würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also wenn man sich auch da wieder, muss man historisch gucken, wenn man sich Deutschland in den 70er Jahren anguckt, als ich irgendwann mal zur Schule gegangen bin, so lange ist das ja auch her. Da war die Situation, ich hatte glaube ich zwei ausländische Kinder in der Klasse, also ein Spanier und eine Griechin. Und das war's. Und sonst waren da die Bio-Deutschen, die da sonst so rumlaufen. Und da war man sehr unter sich. Und meine Kinder, die jetzt zur Schule gehen, da sind halt in den hannoverschen Grundschulen, sind 40% der Kinder haben keine deutschen Eltern. Das ist erstmal sehr positiv. Wir haben uns also, denke ich schon, wir bewegen uns in Richtung einer multikulturellen Gesellschaft und da gibt es Errungenschaften. Es gibt halt eine Offenheit, also wie gesagt, auch da wieder im Vergleich, guckt man sich das Team von 1990 an und 2006 sind zwei Welten und noch Mitte der 90er. Das ist sehr positiv, dass das halt geöffnet worden ist und ich glaube auch eine Menge mehr Leute halt auch Migranten bzw. Leute, die vielleicht nicht so im Zentrum der Gesellschaft stehen, sich eher damit identifizieren können. Ich glaube, da hat Deutschland sich positiv entwickelt. Was ich aber jetzt sehe, und das ist halt die Gefahr, es ist diese Normalisierung von Patriotismus. Man sagt, oh ja, ist doch alles super und jetzt machen wir weiter so. Ist es halt nicht. Also es ist, wie gesagt, ich glaube, es ist sehr fragil und im Moment, wie die Tendenz ja auch überall in Europa ist, ist das absolut in Gefahr. Durch diese ganze identitäre Bewegung, was es da nicht alles gibt, denke ich, gibt es da große... Also so Regressionstendenzen, würde ich es mal nennen. Gibt es denn Ansätze oder habt ihr vielleicht selbst Ideen, wie man es besser machen könnte? Oder was eine Alternative wäre, sich vielleicht zu einer Gruppe zugehörig fühlen zu können, ohne eine Fahne zu schwenken, ohne dass man Gefahr läuft, in diesen Alltagspatriotismus, wie du es gerade genannt hast, zu geraten? Also ich finde, das Ganze wird hier gerade auch etwas negativ betrachtet. Klar, da schließe ich mich dir an und auch dir, da gibt es durchaus auch negative Auswirkungen. Gerade mit Özil sehen wir es. Jedoch, glaube ich, haben auch ganz viele Menschen Özil kritisiert aufgrund seiner Leistung und nicht aufgrund seiner Herkunft. Ein Thomas Müller wurde auch kritisiert, genauso hart wie ein Özil. Deswegen, glaube ich, sollte man klar auch die negativen Auswirkungen benennen und auch daran arbeiten, dass das weniger wird oder im besten Fall auch aufhört. Da haben wir auch aktiv Einfluss drauf. Wir sind doch hier die Teilhaber der Gesellschaft und können das doch aktiv mit beeinflussen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir über die positiven Auswirkungen sprechen. Deswegen fand ich die Frage von dir auch ganz gut, weil ich bin davon überzeugt, dass große Gemeinsame können auch auf die Integrationsarbeit sehr positiv wirken. Wir haben jetzt in den letzten Jahren eine große Zuwanderung gehabt und werden jetzt in den nächsten Jahren wirklich die größte Challenge haben in der Gesellschaft, die Integrationsarbeit zu bewerkstelligen. Und wenn wir unsere weltoffenen, toleranten, westlichen Werte den Menschen nicht in irgendeiner Form vorleben, wo sollen die es dann überhaupt herbekommen? Wo sollen die es überhaupt lernen? Die sind sozialisiert in einer ganz anderen Kultur, das sind ganz andere Traditionen halt
ja, in ihren Köpfen verankern. Das ist ja irgendwo auch normal. Und deswegen finde ich, dass wir es in einer Form vorleben sollten. Und das ist, glaube ich, über diese Brücke gut möglich. In einer wirklich weltoffenen Art natürlich, ne? Ohne da jemanden auszugrenzen. Ich glaube, das klappt in vielen Kreisen sehr gut. Also ich habe da das noch nicht erlebt. Das passiert doch gerade. Es wird doch ausgegrenzt. Es werden doch Flüchtlingsschiffe nicht auf europäischem Boden gelassen, mit Zustimmung der deutschen Nation. Nein, es ist nicht. Nein, es ist nicht. Du sprichst hier von Integration, von Flüchtlingen und Zuwanderung und das Fass hast du aufgemacht. Und ja. Das ist ja so toll, sie sind jetzt alle hier und wir integrieren die alle und wir sind weltoffen und tolerant und so weiter. Aber im Mittelmeer ertrinken die und unser Innenminister lässt Scheiße los. Das kann ich gar nicht reproduzieren. So. Na, okay. Na, also verstehst du, was ich meine? Klar, also das eine geht nicht ohne das andere. Ja. Es ist diesen Fußballtaumel, die EU trifft sich. Man wird konditioniert über Deutschland fahren und findet das so toll und integriert das in sein Selbstbild. Und der Selbstwert muss ja groß sein. Und wenn alles geht, der Job, das Geld, die Frau, die Kinder, die Yacht, der Mann, wie auch immer, dann bleibt das Deutschsein übrig und das muss gut sein. Und dann kann man über diese Konditionierung eben auch sagen, hey, okay, cool, dann müssen die Steuern jetzt erhöht werden. Okay, ne, akzeptieren wir. Und dann kommen jetzt die Flüchtlinge nicht mehr rein. Ist okay. Und dann ist es vorbei mit weltoffen und tolerant. Und dann posten Leute, mit denen ich studiert habe, bei Facebook, naja, diesmal kommen die Leute ja wenigstens freiwillig in die Lager. Und ich so, Alter, nee, ich werde richtig sauer dabei. Mhm. Und da kann man nicht sagen, dass dieser Nationalismus, dieser deutsche Nationalismus oder dieser Fußballpatriotismus, ne, dazu eine Integrationsleistung bringt, wenn halt parallel immer noch unglaublich viele Menschen sterben. Wir sprechen nicht darüber, jemanden doof anzugucken, weil er ein Spanien-Trikot hat, sondern wir sprechen darüber, dass Leute in Libyen sitzen, die da weg wollen, unbedingt weg wollen und die nicht schwimmen können, so, und die ihre Familie verlassen, die wollen auch lieber da bleiben in ihrer Heimat und die aber in ein Schlauchboot gehen und da untergehen und Deutschland guckt zu und sagt, okay, dann lassen wir die halt in den Außenlagern, da müssen die da halt dann erstmal ihr Leben fristen. Mhm. Haben die halt Pech. Da kannst du doch nicht von weltoffener Nation sprechen. Und wenn man hier diese Fahnen schwenkt und dann Arm in Arm mit italienischen Fußballfans, okay, toll, sind halt auch aus Europa. So, ne? Das ist immer noch keine richtige Ausgrenzung. Ausgrenzung wird es dann, wenn es um wirklich echtes, reales Leben geht, also wirklich, dass jemand stirbt und eben nicht nur die Angst da ist, dass ihm das Geld weggenommen werden könnte, weil irgendwann irgendwie ein Flüchtling kommt, der vielleicht genauso schlecht qualifiziert ist, weil er die deutsche Sprache auch nicht kennt, aber irgendwie einen Abschluss hat, der hier in einem Abitur gleichwertig ist und dir den Job wegnimmt, dann hast du als Deutscher halt selber Schuld, wenn du das nicht hinkriegst und der dir den Job wegnimmt. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Alles gut. Wir sind ja hier, um zu diskutieren. Ich muss noch mal kurz eingreifen. Robin, wir haben uns ja auch schon mal kurz unterhalten. Wenn du ins Stadion gehen würdest und in Deutschland gucken würdest, du würdest ein Deutschland-Trikot anziehen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist ja, würde es anderen helfen oder würde es Probleme besser machen, wenn du es ausbehältst? Was glaubst du? Oder warum ziehst du es überhaupt an? Fragen wir erstmal so rum. Also grundsätzlich ziehe ich das Trikot meistens nur dann an, wenn ich zu den Spielen dieser Mannschaft gehe, von der ich das Trikot anhabe, weil ich sie unterstütze, weil ich entweder ihren Fußball gut finde, weil ich ihre Spielart mag, weil ich gewisse Lieblingsspieler habe etc. Also ich ziehe das Trikot nicht dafür an, um mich abzuheben von der Masse oder mit den anderen in eine Masse einzugehen, sondern einfach, weil ich zu einem Spiel hingehe, wo Leute dieses Trikot tragen, das sind vielleicht bei einigen auch die Idole, das sind die großen Fußballstars, die so gut spielen, wie man selber vielleicht es nie geschafft hat zu spielen und man mit dem Trikot so ein bisschen dem näher kommt. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, ich brauche das Trikot, um mich da wohlzufühlen. Ich würde auch ohne Trikot ins Stadion gehen. Ich bin auch schon öfter ohne Trikot ins Stadion gegangen. Es macht mir nichts aus, weil ich für das Spiel ins Stadion gehe. Ich gehe nicht dafür ins Stadion, um mich mit meinem Trikot zu zeigen oder zu zeigen, ich habe die Deutschlandflagge dabei, ich fühle mich jetzt hier so toll, wie auch immer. Ich will das Spiel sehen, das ist mir das Wichtige. Und für mich ist auch entscheidend, was auf dem Platz passiert und nicht, ob jetzt irgendwie Dazwischenrufe kommen, zu denen ich nichts gegen machen kann, weil ich sie nicht selber absetze. Ich muss ehrlich sagen, dass einige Sachen wie in der letzten Saison, an Plakaten, Rufen etc. kamen, gerade auch was 96 angeht, wo dann auch Kind zum Teil übelst beschimpft wurde, wo sich auch die Fanszene gespalten hat und wo viele Fans einfach da waren. Das sind nicht die lauten Fans, das ist klar, aber das sind diejenigen, die sich dann nicht dran beteiligen und dann selber eine Aktion starten und versuchen irgendwie eine Gegenstimmung zu erzeugen, die positiv ist, die Mannschaft zu unterstützen, weil das ist eigentlich das, wofür ich als Fan ins Stadion gehe, meine Mannschaft zu unterstützen, um am Ende die möglichst weit oben zu haben, weil ich dann das Gefühl habe, ich hätte etwas dazu beigetragen, ich habe denen geholfen, sozusagen die beste Leistung auf den Platz zu bringen
Und ob mit oder ohne Trikot ist, glaube ich, am Ende dann auch egal. Na, was ist denn mit der Fahne? Also trägst du dann das Trikot, weil du die Mannschaft gut findest oder die Lieblingsspieler da sind oder viele Spieler dabei sind? Oder trägst du dann hier ist eine Vollmontur hier mit so einer Kette und den Fahnen und so? Ist das ein Unterschied? Ja, ich glaube schon. Ja? Ja. Also ich persönlich würde keinen Unterschied bei mir feststellen. Ich muss dazu sagen, ich würde nicht mit Fahne, Halsband und sonstigen gehen, weil es mich einfach persönlich stören würde. Also das ist meine persönliche Meinung dann. Das ist jetzt, es wird wahrscheinlich bei einigen anders sein, aber wenn jemand mit der kompletten Fanmotor gehen will, mit den verrückten Hüten, mit Deutschlandflagge und irgendwie, keine Ahnung, elektronischen Handklapp-Dingern, all was es so gibt, dann soll er das gern von mir aus machen. Ich glaube, bei den meisten ist es einfach nur dafür da, um für noch mehr Stimmung zu sorgen. Man siehe Vuvuzela 2010 bei der WM. Das war natürlich jetzt gewöhnungsbedürftig für viele, dass das dann so ein lauter Bienenschwarm ins Stadion ging. Aber auf jeden Fall war es etwas, die gibt es in allen möglichen Farben, dieses noch mehr zur Unterstützung da. Ich glaube, alles, was die meisten Fußballfans mitnehmen, ist nur zur Unterstützung der Mannschaft da und nicht, um sich irgendwie da sonderlich als Patriot zu zeigen oder irgendwie für sich da oder für das Land Werbung zu machen. Du hast schon die ganze Zeit genickt. Ja, ich glaube, so eine Flagge ist halt im Endeffekt ein Stück Stoff. Ne? Der eine mag sie anbeten, davor niederknien, der andere möchte sie anzünden. Alles in Ordnung, darf man ja glücklicherweise in diesem Land auch. Was ich glaube, das ist in deinem Fall, im individuellen Fall ist das auch kein Problem, dass man so eine Flagge. Was ich als problematisch empfinde, ist halt diese Normalisierung von Nationalismus. Das sind diese Aussagen, die sagen, jetzt darf ich endlich auch mal meine Flagge zeigen. Wir dürfen auch mal stolz auf unser Land sein. Und das ist dieser ganze Blödsinn, den die Leute seit Anfang der 2000er Jahre loslassen. Und ich sehe einfach die, was ich auch wieder ein bisschen historisch betrachtet, in den 90ern, als wir da mal Weltmeister geworden sind, da ist kein Mensch mit einer Flagge rumgelaufen. Vielleicht danach dann irgendwann, wo sie irgendwelche ausgegraben haben, die gab es doch gar nicht zu kaufen, glaube ich, so einfach. Gut, also das war halt ein anderer, ganz anderer Kontext. Und jetzt 2006 ist das explodiert. Das heißt, viele haben das auch so als modisches Accessoire irgendwie rumgeschleppt. Aber es ist halt nicht unproblematisch. Und es führt zu so einer Normalisierung. Die Leute sagen ja immer, hier, der Dannebrog, älteste Flagge der Welt, die Dänen haben das alle am Weihnachtsbaum hängen. Finde ich furchtbar. Ich will mir bestimmt nie eine Nationalflagge am Weihnachtsbaum hängen. Wie bescheuert ist das denn? Sorry. Also ich finde, diese Normalisierung führt halt dazu, dass man es banalisiert. Ach ja, ist halt normal, dann trage ich eine Flagge und dann kann ich auch irgendwann schlecht über die anderen reden. Das wird halt alles normal, es wird so gängig. Und ich fand es sehr, sehr angenehm in den 90ern oder auch noch 2000er Jahren anfangs, dass die Deutschen aufgrund unserer Geschichte, die wir nicht unbedingt vergessen sollten, ein kritisches Verhältnis zur Nation. Und das ist was ich in Deutschland eigentlich immer bewundert habe, dass es hier viele Menschen gibt, die sagen, Nation ist irgendwie nicht was Tolles. Also habe ich nichts für getan, bin ich reingeboren, habe ich Glück gehabt, in Ordnung, aber Nationalstolz ist eigentlich was ein Tabuthema war. Und ich finde das persönlich sehr positiv, aus von einer wissenschaftlichen Perspektive, Wissenschaftler sollten kritisch sein, aber auch aus einer, weil sobald ich sage, hey, Nation ist cool, finde ich ja super, Deutschland, total klasse, führt das dazu, dass ich die ganzen Probleme und die ganzen negativen Seiten, die der Sache mit sich bringt, nicht mehr sehen will. Und das sehen wir in den USA mit diesen, ne, muss man sich Trump angucken, oder sehen wir in ganz vielen anderen Ländern, wo sehr ausgeprägter Nationalstolz ist. Oder du hast ja von Europa gesprochen, Polen, Tschechien, Ungarn, Orban, der sich da hinstellt, wir lassen keine muslimischen Flüchtlinge ins Land. Da frage ich mich, sind wir Mittelalter oder was ist hier los? Also das sind moderne Gesellschaften, die halt, das ist das Gefährliche, wo es massivst um Ausgrenzung geht und um Homogenisierung. Und das ist, da wird überhaupt nicht mehr kritisch hinterfragt. Die Leute finden das okay, dass der sowas sagt. Ich meine, das ist der Staatschef. Der darf sowas sagen, öffentlich, wie gesagt, im 21. Jahrhundert. Das ist unfassbar, aus meiner Sicht. Aber das Problem dabei ist ja auch, dass die Leute, von denen wir jetzt gerade sprechen, das sind ja auch nicht die, die die Fahne mitnehmen, weil sie zum Fußball gehen. Sondern die nehmen die Fahne aus dem Hintergrund mit. Genau, und die freuen sich jetzt darüber, dass endlich mal die Fahnen schwingen dürfen. Und das sind die. Und das ist halt so dieser Bodensatz, der früher nur am Stammtisch saß und irgendwie da sein Fähnchen geschwenkt hat, aber jetzt irgendwie auf Facebook unterwegs ist und in den sozialen Netzwerken und halt im Stadion rumläuft und irgendwelche Parolen grillt. Das ist das Übel. Oder ja. AfD wählt und sagen noch, genau, da sich legen lässt. Du hast gerade gesagt, für dich ist ein Unterschied, ob ich mit Fahne und Trikot oder nur mit Trikot oder in neue Vollmontur gehe, warum? Naja, also erstmal würde ich mir sowieso, glaube ich, kein Fußballspiel freiwillig angucken. Gut, das ist eine Frage des Sportgeschmacks. Ja, genau, also das ist so vielleicht ein bisschen wie bei James Bond, habe ich auch keinen durchgeguckt. Ich weiß einfach nicht, ist einfach nicht mein Ding irgendwie so, ne? Aber es ist für mich schon ein Unterschied, ob jemand irgendwie jedes Fußballspiel guckt oder gerne Fußball guckt und dann vielleicht auch viele Trikots im Schrank hat, kann ja sein, ne? Oder ob jemand halt, naja, ich gucke keinen Fußball, außer wenn Deutschland spielt.
Und das sind ja dann die, die dann auch die Fahnen und sowas halt in der Tasche haben. Und da allein in dieser Aussage, ich gucke kein Fußball, außer wenn Deutschland spielt, steckt ja schon so eine positive Bezugnahme drauf. Drin. Und das ist dann mein Problem. Also das ist dann halt so, okay, dann bin ich erstmal skeptisch. Ne? Also verurteile die nicht, auch nicht jeder, der eine Deutschlandfahne hat, ist hier der totale Nationalist und würde Deutschland über alles erheben oder so und das nächste Mal AfD wählen, auf gar keinen Fall. Aber es ist eine Sache, eben genau diese Gewöhnung, die da passiert, wo ich dann erstmal skeptisch bin. So, und das ist eine Sache, der entziehe ich mich. Ich habe da keine Lust drauf. Ich sitze in meinem Zimmer und lese und freue mich, dass die Straßen ruhig sind und gehe in die Stadt und gehe einkaufen oder so, ne? Und habe dann meine Ruhe. Und muss nicht lange an der Kasse stehen. So. Also ich entziehe mich dem, ich habe da keine Lust drauf. Und das, weil, ja, außerdem, weiß ich nicht, ich würde mir jetzt auch keine Fahne schwenken, wenn das halt irgendwie auch Pegida-Affen und AfD-Idioten machen, die sich halt positiv darauf beziehen mit all den negativen, exkludierenden Dingen, die an diesem Nationalismus halt hängen. So, das mache ich nicht. Andere Länder machen das ja auch. Ja, finde ich nicht gerade besser als dasselbe. Genau, aber da ist es, also... Da ist, glaube ich, die Diskussionsbereitschaft zu diesem Thema nicht so hoch wie bei uns in Deutschland. Woran liegt das? Du eine Idee vielleicht? Also, du sagst, du findest das nicht besser, aber die machen sich da keine Gedanken drüber. Und wir sprechen jetzt die ganze Zeit über uns, aber sprechen nicht darüber, ja, wenn wir unsere Fahnen weghängen, dann sollten die anderen ihre Fahnen auch weghängen. Also, wäre das ein richtiger Schritt oder ist es dann nicht eigentlich doch vielleicht alles nur halb so schlimm, wenn die Griechen und die Mexikaner auch mit ihren Fahnen kommen? Also ich finde es einfach schade, dass hier gerade auch viel in den Topf geworfen wird. Ich glaube, es gibt schon Unterschied zwischen Menschen, die durchaus auch stolz auf ihr Land sind oder auch einfach stolz zur Gesellschaft was beizutragen und zwischen den Menschen, die du gerade auch beschrieben hast, die jetzt durchaus mal froh sind, hier irgendwie mal ihren Nationalismus zu zeigen. Ich glaube, da gibt es durchaus Unterschied. Also wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden in Deutschland zu jubeln zum Fußballspiel, dann hat das überhaupt nichts Ausgrenzerisches oder irgendwas Nationalistisches an sich, überhaupt nicht. Sondern wir sind einfach alle froh, dass wir hier in dem Land leben und sind irgendwie ein Stück weit stolz drauf, mancher mehr, mancher weniger, das ist jedem selbst, überlassen überhaupt kein Thema. Und wir sind alle einfach Teil der Gesellschaft und da ist es auch meinen Freunden relativ egal, ob ich ausländisch Eltern habe oder nicht. Ich habe mich hier die Sprache gelernt und fühle mich einfach Teil der Gesellschaft. Ich glaube, das geht auch ganz vielen anderen Menschen auch so, die eine Zuwanderungsgeschichte haben oder die Eltern eine Zuwanderungsgeschichte haben. Da bin ich ehrlich gesagt jetzt froh, dass wir auch mal einfach sagen können, ja, ich bin Deutscher und das ist okay, das ist in Ordnung, das ist cool so, das ist völlig in Ordnung. Und ich sehe nicht die Entwicklung, dass alle Menschen wirklich dahin driften, dass sie in einen Nationalismus sich dann überschlagen. So hast du es ja beschrieben, so ähnlich, wenn ich dich richtig dahin zitiere. Ja. Und das finde ich einfach relativ schade, weil warum sollten wir Deutschlandliebe oder, sag ich mal, ein positives Gefühl zum Land, zum Deutschland gegenüber, warum sollten wir das der AfD oder den Rechten überlassen? Und ich glaube, das tust du genau. Damit spielst du auch der AfD in die Karten, weil damit wird ein gewisser gesunder Patriotismus der AfD und den Rechten überlassen. Finde ich schade. Das ist ja gerade so das Hauptargument der neuen Rechten im Moment, dass wie die sagen, die irgendwo auf der konservativen, nationalistischen Seite sehen, das sieht man jetzt auch bei Seehofer, die Politik, dass man, wie du schon sagst, AfD-Politik oder Schlimmeres macht, also absolut faschistisch und rassistisch. Wir machen die Grenzen dicht und so weiter, das, wie gesagt, sehen wir in vielen europäischen Ländern. Das ist halt eine Verschiebung, die passiert. Und das ist die Gefahr. Ich sage nicht, dass alle Leute, ich glaube immer noch, dass die Mehrheit dieser Bevölkerung, wie gesagt, die AfD wurde von 14% der Bevölkerung gewählt. Mittlerweile vielleicht gibt es noch ein paar Leute, die das noch auch gut finden, dann wären es jetzt, selbst wenn es ein Viertel wäre. Das heißt, 75% finden das scheiße, was die machen. Die lehnen das ab, die lehnen diesen Fremdenfeindlichkeit ab, die lehnen die Schließung der Grenzen ab und so weiter und so fort. Aber im Moment ist der öffentliche Diskurs so gepolt und so dominiert von dieser rechten Brut, dass es heißt, die setzen die Agenda und bringen unseren Innenminister dazu, AfD-Politik umzusetzen. Und die setzen. Vorher schon gemacht? Ja, aber jetzt nochmal mehr. Jetzt hat er ja erst recht den Grund. Weil, wie gesagt, ein Viertel vielleicht jetzt da sind und man natürlich Wahlen gewinnen muss in Bayern. Das ist auch ein ganz wichtiges Argument. Aber das ist das, was mich sehr besorgt macht. Weil, wie gesagt, wir sehen die Entwicklung in fast allen europäischen Ländern. Das ist das Schlimme. Diese Mitte rutscht absolut nach rechts. Und eigentlich ist die Mehrheit, zumindest in Deutschland, hoffe ich zumindest jetzt mal positiv, optimistisch wie ich bin, gegen diese Politik. Aber es wehrt sich keiner dagegen. Das ist das Problem, was ich sehe. Es heißt dann eher, wir müssen diesen Idioten der AfD zuhören, weil was da für Politik betrieben wird, ja, oder was da für Positionen kommen, ja, also wenn wir vom Vogelschiss der Geschichte, vom Dritten Reich, also vom Holocaust, ja, wenn wir da als Vogelschiss der Geschichte, und so einer steht bei uns im Parlament, das ist eine Schande für unser Land. Wie kann ich sogar stolz sein? Das ist wirklich das Allerletzte, was ich mir vorstellen kann, ja.
Also das sind halt Sachen, die unglaublich sind. Und wo man halt wirklich was gegen unternehmen muss. Und diese Mehrheit, die da ist, die eigentlich positiver denkt oder menschlicher einfach. Also das ist auch dieser Begriff Gutmensch. Finde ich unfassbar, wie man diesen Begriff so negativ besetzen kann. Möchte man Schlechtmensch sein? Ich weiß nicht. Möchte ich Schlechtmenschen sein? Was heißt denn das? Also, sorry, ich bin gerne Gutmensch. Also, dass dieses Positive, was immer noch da ist, die Mehrheit, dass die ruhig ist, das ist das Problem im Moment. So sehe ich das. Du hast jetzt eben gesagt, ja, wir überlassen damit den Recht die Fahne, das wäre eher so ein bisschen, ja, wem gehört eigentlich die Fahne? Gehört sie überhaupt irgendwem oder gehört sie nicht allen oder sollte man sie vielleicht verbrennen und für immer abschaffen? Wie seht ihr das? Würdet ihr sagen, das ist Quatsch, wir überlassen Rechten die Fahne, sollen die mit der Fahne da rumdödeln, ich ziehe mir das Ding nicht an, oder würdet ihr schon vielleicht auch doch sagen, dass man da vielleicht ein bisschen gegenhalten muss und sagen muss, ey, es gibt auch noch in Anführungszeichen normale Menschen, die halt mal so ein Ding sich ans Auto machen zu wählen. Die Fahne selbst, also das ist ja das, was du in die Fahne hineindeutest, was das Problem ist. Oder was die Leute unter dem Label dieser Fahne tun, die Fahne selbst nicht. Also für mich ist ein Staat auch, es ist total verkürzt und auch wissenschaftlich nicht haltbar, aber für mich ist also mein Staat vor allem eine Sache, die gut zur Verwaltung ist, ne? Also Dinge zu verwalten und zu organisieren. Und wenn alle Staaten das brauchen, wird auch Deutschland anscheinend eine Fahne brauchen. Und dann ist das für mich erstmal so eine Fahne, die halt diesen Verwaltungsakt irgendwie auch mit symbolisiert. Mehr ist es für mich nicht. Und wenn andere Leute die Fahne anders deuten, kann es halt irgendwann auch gefährlich werden. Ein Fußballfan, hast du ja gesagt, ne? Gut, die stört die Fahne, aber das Nationaltrikot oder so, wenn es nicht dasselbe ist, ist ja eine Sache, die man willkürlich an- und auszieht, aber es gibt halt auch Leute, die im Spiegel dieser Fahne halt Verbrechen begehen. Ja. So, und das ist, glaube ich, so dieser, das ist so, deshalb ist es nicht, deshalb ist die Fahne nicht egal, also sie kann egal sein, aber es ist eine Sache, wie man sie ausdiskutiert und definiert. Und es ist ja auch, eigentlich wäre es ja gar nicht schlimm, wenn alle total zu ihr Fußball feiern würden, die Fahne, und das ist nicht schlimm zu verlieren, und dann werden keine Rassismen irgendwie Bahn gebrochen oder so, das wäre ja alles gar nicht tragisch. Aber das ist ja, die Zahlen widersprechen dem ja. Es gibt ja immer parallel zur WM oder so Fußball-Großereignissen, EM, wie auch immer, gibt es ja eine Zunahme an rassistischen Straftaten und Übergriffen. Und das ist das Problem. So. Dass die überhaupt mit dem Deckmantel der Fahne passieren. Dass man denkt, hey, ich bin Deutscher, und man grenzt den anderen dadurch aus. Und dadurch kommt es überhaupt erst mit einer Affektentladung irgendwie zu Übergriffen, die dann meistens noch nicht mal als rassistische von der Polizei geführt werden. Da gibt es unglaublich viele Untersuchungen zu. Und natürlich kann man die Fahne immer noch geil finden, finde ich dann halt scheiße. Aber bedeutet das dann eigentlich, wenn ich jetzt mit der Fahne draußen auf der Straße rumlaufen würde, würdest du mich gleich als Verbrecher ansehen? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja das, wie es so rüberkommt. Es ist ja, hört sich ja an, als wenn jeder, der eine Fahne trägt, der die Fahne vielleicht noch gut findet, sei es aus ästhetischen Gründen oder weil er da geboren ist in dem Land, weil er irgendwie sich zu dieser Fahne hingezogen fühlt, der aber nicht ansatzweise irgendein politisches Handeln, irgendein Verbrechen im Kopf hat. Darf der trotzdem nicht mit der Fahne rumlaufen? Ja, ich glaube nämlich, dass du wenn du so ein Nationalsymbol benutzt, was andere, weil sie irgendwie keine anderen Identitätspunkte, Bezugspunkte haben als die Nation, was die benutzen und auch Verbrecher, wie du sie genannt hast, nutzen oder Straftäter, die rassistische Straftaten begehen, wenn man diese Fahne unreflektiert mitschwenkt, dann gibt man denen ja im Prinzip auch gleich eine Lobby, hey, da sind noch andere, die so denken wie ich, also kann ich das ja machen, und vielleicht bin ich derjenige, der sich endlich mal traut, die Sache auch wirklich zu tun. Ich glaube, das ist so in diesem Aufgehen der Masse und dieser Affektentladung schon ein Angebot schafft, das auch unter Mantel der Fahne und der positiven Bezugnahme auf Nationen zu tun. So. Ich persönlich glaube, dass wenn man diese Mechanismen von Nationalismus und unserer deutschen Geschichte oder europäischen Weltgeschichte und aktuelle Krisen und diesen ganzen Kram, wenn man das wirklich richtig, richtig tief reflektiert hat, richtig, richtig tief, dann kann man nicht mit einer Fahne durch die Gegend laufen. Das glaube ich. Ich bin auch WM 2010, oh mein Gott, ich war auf Exkursion in Paris. Ich war voll beflaggt mit deutschen Fahnen. Frankreich war schon längst ausgestiegen. Wir sind da durch und waren richtig stolz. Und auf einmal kommt mir ein orthodoxer Jude entgegen, der mich angeguckt hat. Das ist aber richtig schnell vorbei dann. Und das ist halt, gut, ich war auf fremdem Territorium, ne? War so mutig, die Deutschland fahren. Mein Professor hat sich im Grund und Boden geschämt. Der war mit uns Fußball gucken und ist danach gleich wieder verschwunden. Der wollte nichts mit uns zu tun haben. Aber das löst halt was auch in anderen aus. So.
Ne? Also so, verstehst du, was ich meine? Und wenn man, da hat meine Reflexion angefangen, in diesem Moment. Und seitdem kann ich das nicht mehr. Das geht nicht. Ich kann keine Deutschlandfahne mehr im Gesicht tragen. Weil das was mit anderen Leuten macht. Es ist, eine Fahne ist ein politisches Symbol. Und Nationalismus ist politisch, ob es einem passt oder nicht. Man kann, also das ist ja ähnlich wie Hooligans, die rumlaufen und sagen, wir sind nicht politisch. Auch die sind politisch, ganz klar. Das ist ein Irrglauben. Also, und das Argument finde ich sehr, sehr wichtig, dass man halt sagt, ich muss mir darüber bewusst sein, was das bedeutet. Und wenn ich dann sage, okay, ich weiß, da ist viel Scheiße passiert unter, im Namen dieser Flagge oder wie auch immer, aber trotz alledem trage ich das jetzt mal. Ist das okay? Nur die meisten Leute sind sich dessen überhaupt nicht bewusst. Naja, das wäre ja Demokratie, ist, ne? Also ja, das ist demokratisch. Ist ja, genau, ist ja jetzt genauso. Hier von Hannover gibt es so eine Königsreichflagge, die ist mehr oder weniger verboten. Damit, wenn du damit rumläufst, ist es ein politisches Symbol. Wenn ich hier jetzt durch die Stadt mit der Flagge vom Islamischen Staat rumlaufe, ist das ein Islam, ist das ein politisches Symbol. Genau wie das ein politisches Symbol ist. Und da ist halt die Frage, will ich mich damit schmücken oder sage ich eher, nee, ist mir zu doof oder finde ich halt zu unkritisch, also zu, ja. Was du gerade beschrieben hast, waren ja auch gerade ganz viele subjektive Wahrnehmungen. Ja, ja klar, das ist alles subjektiv. Also ich bin ja auch nicht ideologiefrei. Nee, nee, schon klar. Jedenfalls, ich glaube, es geht darum, wie überlassen wir die Deutungshoheit über die Flagge und halt auch hinter dem, über das, was dahinter steht. Lassen wir es zu, dass nach außen hin mit der Flagge und mit Schwarz und Gold generell Negatives verbunden wird, wie wir es vorhin auch ausgeführt haben, zum Beispiel wie Ausgrenzung und Rassismus, oder gestalten wir es und packen an und sorgen dafür, dass man mit Schwarz und Gold vor allem unsere demokratischen Grundwerte verbindet und unsere Kultur, weiß nicht, die Region, Niedersachsen, Bayern, ganzen Bundesländer, ich glaube, da haben wir einfach die Wahl. Ne? Wie packen wir es an und wie gestalten wir es? Und was wird auch nach außen hin mit Schwarz und Gold verbunden, wenn man das sieht, die Farben? Und wenn wir das gut hinbekommen in der nächsten Zeit, dann wird auch, glaube ich, kein orthodoxer Jude da komisch schauen. Naja, ich weiß ja nicht. Ich habe selbst jüdische Wurzeln und ich bin sehr gerne Deutscher. Ich habe auch viele jüdische Freunde und die haben auch kein Problem mit Deutschland. Ja klar, deswegen, du hast ja selbst auch nicht das Zyklon B in die Gaskammer geschmissen. So, ne? Ja, und die anderen Deutschen haben das ja auch selbst nicht getan. Das ist ja ein Irrglaube, dass nur weil meine Vorfahren oder so, deutsche Vorfahren, solche diese Verbrechen getan haben, habe ich das ja nicht getan. Ich habe ja keine Schuld daran. Ja, klar. Und deshalb ist ja durchaus möglich, so einen Schuldanerkennungsnationalismus zu tradieren. Irgendwie, und zu sagen, hey, okay, wir haben das gemacht und wir haben es überwunden. Wir können trotzdem stolz sein, gerade weil wir es überwunden haben. Aber Schwarz-Rot-Gold war jetzt auch nicht die Farbe des Nationalismus. Nein, natürlich nicht. Ne? Nee, also aber es ist ja schon die Nachfolgestadt. Ja, das weiß ich doch ja nicht. Oh Mann, nein. Ne, also. Aber es ist trotzdem der Nachfolgestaat, in dem alles aufgegangen ist und der auch von ehemaligen Tätern halt getragen wird. Ne? So. Und ist immer noch nicht die gleiche Hymne. Ja, mit einer verbundenen eine Strophe vergessen. Und, Ordnung, aber genau das aber ist ja. Es ist die gleiche Hymne, da wurde aber, auch viel drüber diskutiert. Und diese Hymne wird ja dann auch bei Fußballspielen wird die ja auch gesungen. Ne? Ja. Oder beziehungsweise es gibt immer wieder, wenn man sich die ganzen Memes ansieht und so, die im Internet bei Facebook oder Instagram, Twitter, wie auch immer irgendwie kursieren, da wird auch total oft Bezugnahme auf genau das NS-Regime in den Zweiten Weltkrieg genommen. Alleine dieses, ja, Russland hat schon damals nicht geklappt. Klappt diesmal auch nicht, war ja vorher klar. Oder was habe ich neulich gesehen? Nee, nach dem Koreaspiel. Hier dieses Bild, wo der sowjetische Soldat die Flagge der Sowjetunion hisst. Die Flagge ist dann ausgetauscht worden gegen die koreanische. Da werden ja tiefste Affekte angesprochen, die ja nicht, also ne, das ist einfach eine Bezugnahme auf die Zeit, die andere ja als abgeschlossen betrachten. Aber dadurch, dass man so ein Meme machen muss, bedeutet das ja schon, dass da ist irgendwie so ein Grundgefühl, da ist ein Anlass, ist ja da, weshalb ich darauf Bezug nehmen muss. Ich bin leider keine Psychologin, ich bin selbst eine Historikerin irgendwie und dazu noch Lehrerin. Also aus dem intellektuellen Diskurs ja schon seit ewig ausgestiegen. Aber trotzdem weiß ich, da gibt es halt einen Anlass irgendwie, dass dieses Meme überhaupt existiert. Das finde ich gefährlich. Und das passiert im Rahmen von Fußball. Und deshalb ist Fußball dann nicht mehr unpolitisch, wenn das passiert. Und das passiert im Rahmen von der Champions League ja nicht. So. Weil ich habe mir ja sagen lassen, ich habe keine Ahnung von Fußball, dass die Champions League sowieso der bessere Fußball ist. Weil da die ja nach können eigentlich. Das ist, glaube ich, eine andere Diskussion, die wir da anstoßen müssen, aber. Ja, aber wenn man Fußball mag, kann man ja das gucken, ob dann. Ne? Also Deutschland hat sich ja dieses Jahr dazu entschieden, auf den Trikots war ja kein Schwarz-Rot-Gold zu sehen. Es war grau abgestuft, schwarz-grau-grau oder so. Ne? Und da ist die. Ja, also normalerweise waren hier die Farben, die Striche, die Adidas-Streifen dann in den verschiedenen Farben, dieses Jahr nicht mehr.
Die Frage, die man sich da stellen kann, ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Zeigt man damit trotzdem Flagge für sein Land, aber distanziert sich so ein bisschen von dem Nationalismus, Patriotismus, wie auch immer man das nennen möchte? Oder ist das auch alles nur Mumpitz? Und also irgendwie muss man ja, wenn man eine Nationalmannschaft stellt zu einem internationalen Turnier, muss die Mannschaft ja irgendwie kenntlich gemacht werden. Musst du? Muss es? Die können auch alle in den gleichen Trikots spielen, aber dann wird es schwierig, sie auseinanderzuhalten. Naja, aber ich meine, nur weil das Auswahlkriterium die irgendwie ein Start und ein Pass ist oder so, muss man dann... Nein, die können auch alle ein Regenbogentrikot anziehen. Das wäre ein Statement gewesen in Russland. Mir persönlich ist das sowieso gerade... Also, ne, egal, gar keine Stelle, ich bin hier der Moderator, genau. Aber wenn die alle ein Regenbogentrikot anziehen, führt es dann nicht über lange Zeit dazu hinweg, dass dann wir auch alle irgendwann ein Regenbogentrikot anziehen und die Farbe des Regenbogens oder die Bedeutung des Regenbogentrikots und der Regenbogenflagge nicht vielleicht auch umgedrückt wird. Ich finde das super, so ein Regenbogentrikot, das wäre ein richtiger Schlag in die Fresse der Russen gewesen und hätte dann vielleicht eine integrierende Wirkung gehabt. Vielleicht. Die Schiedsrichter hätten so rumlaufen können, das wäre ein gewesen. Ja. Also ich glaube grundsätzlich mal, wenn man zu den Trikots jetzt was sagen soll, ich glaube, es liegt einfach daran, alle zwei Jahre muss ein neues Trikot rauskommen. Das ist erstmal so vom Hersteller vorgesehen, damit die neuen Trikots abgesetzt werden. Deswegen wird es auch in zwei Jahren oder in anderthalb Jahren wieder ein neues Trikot zur EM geben. Und das kann vielleicht wieder schwarz-grüne Elemente haben. Vielleicht bleibt man auch bei der anderen Linie. Ich glaube, wie die Trikots am Ende gestaltet sind, das ist sehr subjektiv, wie auch der eigene Modegeschmack ist. Also zum Beispiel muss ich persönlich sagen, ich finde die Trikots dieses Jahr beide gut. Ich fand jetzt aber unabhängig davon, ob das die deutsche Flagge war oder ob da wie gesagt ein Regenbogen-Emblem vorne drauf ist, 2014 fand ich die Trikots einfach nicht schön. Deswegen hätte ich mir so eins auch nicht gekauft. Natürlich mag es jetzt die Fußballfans geben, die sagen, ich muss jedes Jahr mein Trikot dafür haben, weil ich muss immer top aktuell da sein und ich brauche das. Damit fühle ich mich nur verbunden mit denen. Ich glaube aber nicht, dass es sich um die oder über dieses Trikot erkenntlich macht, ob man mit dem Verein, mit dem Land, das man unterstützt, verbunden ist. Das ist völlig egal. Wenn man das gerne haben möchte, weil man damit sozusagen seinem Idol, wie ich schon vorhin gesagt hatte, etwas näher kommt oder irgendwie damit seine Unterstützung für das Team zeigen will, dann soll man das gerne machen. Und ich glaube aber, dass da die Farben relativ irrelevant sind. Ich glaube, man sieht es auch bei der WM, fast jede Mannschaft hat ein weißes Trikot. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, aber das weiße Trikot mit Schwarz irgendwie dabei, das ist eindeutig das von den Deutschen oder so. Jedes Team reist mit einem weißen Trikot an, jeweils mit dem Wappen des jeweiligen Verbandes auf der Brust. Und dazu gibt es ein anders gestaltetes Trikot, das ist dieses Jahr türkis. Also es hat so gar nichts mit den Nationalfarben zu tun, Schwarz-Rot-Gold. Von daher glaube ich, dass die Farbe Schwarz-Rot-Gold nicht zwangsläufig etwas mit dem Trikot zu tun haben muss oder auch da keine Rolle spielt. Und deshalb, da sind wir ja wieder am Anfang unserer Diskussion, dass wir sagen, der Fußball selbst ist ja gar nicht schlimm, sondern das Problem ist ja, was auf der Straße dazu passiert. Ne? Da stimme ich zu. Markus, du warst auch noch mal. Mit den Trikots, da werde ich nochmal nachdenken. Nur zu den Trikots, aber ich glaube auch nicht, dass das irgendwelche politischen Überlegungen dahinter waren. Das ist ein kommerzielles Interesse. Das sollten wir natürlich auch nicht vergessen. Und das finde ich eigentlich ein total spannendes Element an der ganzen Debatte. Ich meine, da treten Millionäre gegen so eine Pille, leben da wie in, weiß ich nicht, was die dafür Trainingsbedingungen oder sonst irgendwie was haben, was so mit dem normalen Otto-Normalverbraucher, Bürger hier auf der Straße eigentlich nichts zu tun hat. Und es gelingt, da eine Identität herzustellen. Das ist Wahnsinnsleistung im Endeffekt. Also allein soziologisch betrachtet ist das total spannend. Dass alle jubeln denen zu und tun so, das ist jetzt einer von uns. Naja, nah dran. Also das finde ich unglaublich, wie das funktionieren kann. Das zeigt halt, wie auch was Nationalismus leisten kann. Es ist halt sehr wirkungsvoll und sehr mächtig. Und dementsprechend halt auch mit Vorsicht zu genießen. Ja. Bevor wir uns jetzt anfangen, den Kreis zu drehen und gleich wieder von vorne anfangen, wollen wir noch mal ein bisschen, wir nähern uns auch schon dem Ende, wir sitzen jetzt hier schon ein bisschen, noch mal ein bisschen, das hattest du vorhin auch schon mal angesprochen, über Alltagsrassismus reden, der dann oft mitkommt. Wem sagt dieses Bild was vielleicht? Das ist aus nach einem Spiel entstanden oder während eines Spiels dieser WM. Und das ist ein Spieler der Schweiz, wie man hier sehen kann. Weißes Trikot übrigens mit Schweizer Emblem. Und das sind natürlich keine Schweizer Spieler schweizerischer Abstammung, sondern das sind Kosovo-Albaner. Und da Serbien den Kosovo nicht anerkennt, wurden diese beiden Spieler von den serbischen Fans, die haben beide ein Tor geschossen, extremst beschimpft.
Und daraufhin ja, wurde hier von den Spielern dieser Adler, dieses Kosovo-Symbol dann performt. Und das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel für Alltagsrassismus. Es gibt im sozialen Netzwerk, was hast du vorhin schon gesagt, ist das gegangen und gegeben. Ich habe auch letztens auf YouTube eine Spielzusammenfassung geguckt von dem Deutschlandspiel und was ich darunter gelesen habe, das war tatsächlich erschreckend, ja. Aber also ist es wirklich so, glaubst du, dass während der WM Alltagsrassismus wieder salonfähig gemacht wird oder ist das ein allgemeines Problem auch abseits der WM? Also Alltagsrassismus, das ist halt, glaube ich, gesellschaftlich gesehen, man kann davon ausgehen, dass jede Gesellschaft, und das gilt nicht nur für Deutschland, etwa ein Drittel der Bevölkerung hat rassistische Grundeinstellungen, die mehr oder weniger stark ausgeprägt sind. Dann gibt es noch ein Drittel, die ein bisschen reflektierter sind und dann gibt es noch ein Drittel, die da vielleicht ein bisschen freier von sind. Völlig frei ist da niemand von, das muss man auch realistisch betrachten. Wir alle haben Stereotypen im Kopf, wir alle gucken uns die Welt an und wissen, ah, da kommt der Italiener, der ist so, der Spanier, der ist so und Mexiko hier, keine Ahnung, olé. Ne? Das sind einfach Konzepte, die wir im Kopf haben. Damit muss man erstmal leben, weil die Welt ist furchtbar komplex. Und dann hat man natürlich auch Alltagsrassismus. Und der wird zu solchen Sachen, das ist halt das Argument, hier kann man es dann mal richtig rauslassen. Aber dazu muss man, wie gesagt, auch gar nicht die WM haben. Also war ja vorhin das Argument, solange es auch mit den Italienern, gutes Beispiel, denn da ist 2006 auch, als Deutschland gegen Italien rausgeflogen ist. Ihr seid nur ein Wasserlieferant. Also, das war unglaublich, was da für ein Shitstorm in den Medien passiert ist. Also, es war wirklich unglaublich, wie da wurden Leute beschimpft auf der Straße, weil sie irgendwie Italiener waren. Da war hier dieser Zamperoni, der ja auch noch irgendwie so ein bisschen italienische Wurzeln hat. Der Tagesschausprecher hat dann irgendwie noch ein schönes Spiel auf Italienisch gewünscht und hat dann, glaube ich, Morddrohungen dafür gekriegt, keine Ahnung. Also unfassbar, ja, und das zeigt es halt und das ist das, was mir auch immer wieder übel aufstößt. Mhm. Und was man jetzt halt auch wieder sieht, und das geht, das ist ganz schnell mobilisierbar. Das ist das Üble daran und deshalb ist es halt nicht, ja, Partypatriotismus ist halt deshalb echt schwierig. Und solche Symbole finden sich natürlich auch bei lokalen Derbys, hier Braunschweig-Hannover, ne? Müssen wir auch nicht drüber reden. Das ist auch Lokalpatriotismus dann, aber auch nicht gerade nur Spaß. Ne? Ist das ganz ähnlich. Da geht es halt um Wettstand. Und Fußball im Endeffekt ist ja auch Ersatzkrieg. Eigentlich super, weil die Leute schießen sich halt nicht ab, sondern man geht ins Stadion, da sind dann tausende von Leuten und jubeln. Ist halt so wie früher die Arena, Brot und Spiele. Im alten Rom gar nicht so unähnlich. Hat dann Vorteile als eine direkte. Ist besser, als wenn die Leute jetzt gegenseitig aufeinander losgehen würden. Deshalb ist es auch ein Stück weit vielleicht positiv. Und es gibt halt so ein Ventil, was viele Leute einfach rauslassen müssen. Und da sind wir wieder auch dieser Frage, finde ich, von Rechtspopulismus gerade im Moment. Diese Wut und diese Angst, die Leute irgendwie alle in sich tragen. Ich finde es erschütternd, wenn man auch hier in Hannover irgendwie durch die Straße auf dem Rad fährt und irgendwie neben einem die Leute die Vorfahrt oder sonst irgendwas, wie so die Stimmung ist, das finde ich halt unglaublich. Also so eine Aggressivität da, auch in diesen, wie die Leute sich beschimpfen, wie die Leute übereinander herfallen. Und da finde ich schon so eine Verrohung und das ist natürlich auch super dafür. Das hilft den Leuten da ungemein, das auch richtig mal rauszulassen. Das finde ich echt problematisch. Ist es denn nach der WM anders als vor der WM? Also bevor man die WM, also bevor sich auch alle auf die WM freuen, also ne, jetzt nicht einen Tag vor der WM, sondern ist es danach nationalistischer, rassistischer oder ist es eigentlich danach wie vorher? Also bei denjenigen, die es loslassen wollen, ja. Weil dann habe ich ja jetzt auch richtig den Grund. Jetzt haben sie uns ja auch noch verletzt. Das ist ein nationales Trauma, was wir jetzt erlebt haben. Seit 2006 ging es nur bergauf und jetzt sind wir am Boden. Alles ist schlecht, alles ist furchtbar, ist auch typisch deutsch. Entweder ganz oder gar nicht. Kennen wir ja nur zu gut. Und da ist jetzt, ich glaube schon, dass dadurch das jetzt, könnte man sicherlich spannende Untersuchungen machen, aber ich glaube schon, dass das jetzt nochmal richtig die Leute was raushauen. Ja. Naja, es ist ja, also so allein was mir meine Schüler in den letzten Wochen wieder gespiegelt haben, also die nicht deutscher Abstammung sind, da geht es ja schon los. Und das wird sicherlich nicht aufhören. Also die haben Alltagsrassismus aktiv erlebt? Ja, die werden gefragt. Hast du vielleicht ein Beispiel? Ja, eine Fünftklässlerin, die jetzt dann in die Sechste kommt, hat mich gefragt, ob es normal sei, dass sie sich anhören müsse, als türkischstämmige Muslime Deutschland kaputt machen. Ich dann gesagt, ja, ist normal, wahrscheinlich. Ja. Und das sind halt auch Sachen, und solche Sachen gehen halt natürlich, das hört ja nicht einfach auf, weil die WM vorbei ist. Ne? Oder dass auch, gut, das ist jetzt dass ein kurdisches Mädchen nicht mehr mit einem türkischen Mädchen spielt, weil sie auf einmal merken, dass sie Kurden und Türken sind. Solche Konflikte haben wir auch im Schulalltag. Was würdest du sagen? Inwiefern wird der Alltagsrassismus durch die WM verstärkt? Und
sollte man vielleicht, also es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ja, ich habe in meinem Garten jetzt eine WM-Fahne stehen und oder eine Deutschland-Fahne stehen zur WM und die nehme ich auch danach nicht wieder ab, weil, ach, warum? Ich lebe doch halt in Deutschland und ich, also, und das sind vielleicht auch gar keine Nationalsozialisten oder Neonazis oder sonst irgendwas, aber findest du das problematisch oder sagst du, es okay? Also ich glaube, erstmal Idioten gibt es überall und wird es auch überall und auch zu jedem Zeitpunkt geben. Und Alltagsrassismus ist auch ein Problem, was wir auch abseits von Großveranstaltungen, Großturnieren haben. Klar kann da sowas wie die WM verstärkend darauf hinwirken. Sie kann aber halt auch, wie gesagt, haben wir auch schon alles vorhin besprochen, positive Effekte haben. Wie zum Beispiel Menschen verbinden, dass halt Menschen zusammen feiern, die vielleicht vorher nicht zusammengekommen wären aufgrund ihrer eigentlichen Herkunft, ihrer herkömmlichen Ethnie. Dementsprechend, glaube ich, müssen wir da auch unabhängig von der WM immer dran arbeiten. Also das jetzt an der WM festzumachen oder an der EM, finde ich schwierig. Ich weiß, es ist, war immer nicht so gemeint, dass es nur an der WM festgemacht wird. Es kann verstärkend wirken, kann wie gesagt aber auch positive Effekte haben. Und zu deiner zweiten Frage gerade, ich würde mich persönlich freuen, wenn wir Schwarz und Gold auch mal abseits von Großveranstaltungen zeigen, weil ich finde es echt gesagt sehr schade, dass dann nach jedem Turnier ausscheiden oder nach jedem Erfolg dann, huch, wo sind die ganzen Fahnen hin, wo sind die ganzen Artikel? Finde ich persönlich schade, weil ich für mich verkörpere damit etwas Schönes. Ich verkörpere für mich unser schönes Land, unser weltoffenes Land, unsere Demokratie, unsere Verfassung, unser Grundgesetz. Und glaube, das tun ganz viele andere Menschen auch und würde mich freuen, wenn wir das auch nach außen nicht mehr so zeigen würden. Natürlich die auch das so ähnlich sehen. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Ansichten und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch das, was uns ausmacht. Ne? Bei Markus kommen schon skeptische Blicke. Möchtest du dazu noch was sagen? Soll ich dazu noch was sagen? Ja, musst du nicht. Also, nee. Also wie gesagt, ich finde einfach, es ist eine persönliche Entscheidung und man sollte so reflektiert sein als guter Demokrat, wie gesagt, diesen Hurra-Patriotismus sozusagen, sich bewusst zu sein, klar, zieh die Flagge um, mach was du willst. Nur es hat halt, wie gesagt, es hat eine Bedeutung. Und darüber sollte man sich bewusst sein. Ich fände es problematisch, wenn wir wieder überall Flaggen sehen würden. Mir persönlich gefällt das nicht und das ist ein Problem, glaube ich schon. Würdest du denn sagen, dass der Hurra-Patriotismus derselbe Patriotismus ist wie der Patriotismus, jetzt der Party-Patriotismus bei der Fußball-WM? Weil Hurra-Patriotismus ja irgendwie im Ersten Weltkrieg aufgetaucht ist mit Hurra als Schlachtruf der Preußen und Säbelrasseln direkt mit diesem Ruf in den Krieg zu ziehen. Ja, gibt es ein sehr schönes Buch von Michael Billig, heißt der Gute, ist ein Brite, der hat über banalen Nationalismus geschrieben. Und er macht halt deutlich, dass es im Endeffekt kein Unterschied ist, ob da die Flagge irgendein Gebäude hängt oder ob irgendjemand auf dem Schlachtfeld die Flagge wedelt und damit auf den anderen losgeht. Weil die Grundidee ist dieselbe. Du wirst ständig daran erinnert, dass du diesem Volk angehörst. Dass du dazugehörst und dementsprechend dich verhalten musst. Und dann wird sehr schön deutlich, wenn man sieht, wenn Kriegsheim, wir haben ja glücklicherweise, wobei man sich da auch leider nicht mehr so sicher ist, wenn man sich Europa anguckt, wann das mal wieder losgehen könnte, seit 60 Jahren keinen Krieg mehr. Aber das lässt sich halt ganz schnell mobilisieren. Dadurch, dass wir alle, wie gesagt, so national gepolt sind, weil wir halt funktionieren, wir gucken uns Nationalmannschaft an, wir jubeln den Leuten zu und so weiter, dann kann es auch ganz schnell gehen, wenn die uns doof kommen, warum auch immer, dass wir halt zurückschießen. Das ist ja, ne? Böse Wortwahl, aber. Ja, böse Wortwahl, aber ist, glaube ich, nicht unangebracht. Und das ist das, was ich sehe. Und klar, das kommt schleichend. Das ist ja nicht, dass das von heute auf morgen, dass wir jetzt hier alle Ausländer rausschmeißen und die nicht mehr friedlich auf die Straße gehen können. Oder dass alle Leute Angst haben müssen. Ja. Aber es sind Tendenzen und die sind echt nicht ohne. Also ich glaube, worüber wir uns einig sind, ist, dass es ganz, 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 ganz doll darauf ankommt, was wir so einer Flagge oder so einer Kette oder so einem Trikot für eine Bedeutung zuschreiben. Und ich glaube, man könnte da jetzt noch ganz lange auch weiter drüber diskutieren. Ich kriege hier aber schon die ganze Zeit Stress mit der Aufnahmeleitung aus dem Nebenzimmer, denn unsere Zeit ist leider um. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da wart und wir ein bisschen diskutieren konnten. Ihr habt viel zu wenig von diesen Snacks genossen. Das dürft ihr gleich noch machen. Wer möchte, darf auch diese Kette oder so eine Fahne mitnehmen. Das würde ich freistellen. Da könnt ihr euch gleich noch drüber unterhalten. Ansonsten freut mich, dass ihr da wart und ich verabschiede mich in diesem Sinne auch aus der Talkterrine Nummer 4 und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Tschüss.